the wrath of the unjust. Shotgun. Pleasure doing business with you. A gift for you, no charge. Hang in there, I'm coming. Let's go. One kill. I can't believe I get paid for this. Was geht ab, Leute? Ich bin's, euer PhiloTV und ich wollte heute einfach euch mal das Spiel vorstellen, Dirty Bomb. Dirty Bomb wurde ins Leben gerufen von dem Spielehersteller Nexon. Zunächst erstmal ein paar kleine Facts über den Spielehersteller. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 in Korea. Derzeit haben sie ihren Hauptsitz in Japan. Bekannt dafür sind sie, dass sie viele Free-to-Play-Games anbieten, so wie Warrock oder MapleStory. Darunter befindet sich auch Counter-Strike Nexon Zombies oder auch Combat Arms. Nun zum Gameplay. Wenn ihr den Server gejoint seid, kommt eine Aufwärmphase von ca. 15 Sekunden und dann leider durchaus eine sehr, sehr, sehr nervige Erklärung, die jedes Game wiederkommt und leider, leider nicht wegzuklicken ist. Jetzt habe ich euch hier mit der ganzen Scheiße voll gelabert, jetzt seht ihr mal ein bisschen Gameplay. Zum Schluss noch mal ein paar kleine Tipps. Mit dem Messer in der Hand rennt ihr schneller. Ihr könnt wie bei Titanfall zum Beispiel auch an den Wänden einen Double Jump abspringen. Das erhöht euer Movement. Nun mal ein Fazit zu dem Spiel. Dirty Bomb ist eine Mischung aus Battlefield, Call of Duty und Team Fortress. Genauso wie in Battlefield habt ihr die Medic Packs und die Ammo Packs. Auch wie in Call of Duty habt ihr hier sehr, sehr viele Waffen zur Auswahl. Die Grafik erinnert doch stark an Team Fortress. Im Großen und Ganzen kann ich euch Dirty Bomb nur empfehlen. Es ist momentan in der Closed-Beta-Phase, aber hey, kein Spiel ist perfekt und es dauert halt, bis ein Spiel richtig gut entwickelt wird. Es gibt zwar gerade noch ein paar Bugs, aber da kann man drüber wegsehen, ganz ehrlich. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Das war mein erster Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre ganz cool, wenn ihr abonniert und einen Daumen nach oben lässt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.